You have the time of your life every single night. The confetti's raining down. You put your hands to the sky, center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters ain't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody. Be ooh. Living your life through all the 9:15 Uhr und ich bin wieder unterwegs. Für mich relativ spät, aber ich habe wirklich gewartet, bis alles trocken ist. Und es ist schon so warm, dass man komplett in Kurz fahren kann. Unglaublich. Ja. Jetzt geht's erstmal die Hauptstraße entlang. Richtung Novo Mestor. Mann. Frosch im Hals. Richtung Novo Mestor. Huch. Ach, gleich anstrengender Film. Novo Mesto jetzt nach 13 Kilometer erreicht und noch eine kleine Runde durch die Innenstadt gedreht. Und was ist? Schöner Empfang für mich. Nee, aber irgendwie ein Radrennen ist hier anscheinend. Aber Tour of Slowenien kann es nicht sein. Die ist erst im nächsten Monat. Wäre wahrscheinlich irgend so ein Amateurrennen oder sowas. Startet hier oder endet hier. Ja, Radfahren kann man hier, glaube ich, auch sehr gut. Besonders Rennrad. Ich habe so viele gesehen. Heute schon, gestern schon. Ja, bei den Bergen hier, da holt man sich dicke Wadeln, glaube ich. Die Anstiege haben schon manchmal in sich. Also flach ist es hier auf gar keinen Fall, auch nicht am Fluss. Ja. Ich mache jetzt hier noch eine Snackpause. Und dann ja, geht's weiter, aber nicht am Fluss. Den werde ich nun verlassen, die Kerker. Ich werde irgendwo da in die Berge Richtung Süden fahren. Mal sehen, was da kommt. Es geht auf jeden Fall bergauf. Das wird der anstrengende Teil jetzt, der jetzt kommt. Aber deswegen mache ich jetzt noch eine kurze Pause. Und dann geht's weiter. Ach halt, hatte ich eigentlich gesagt? Ja, der Campingplatz. 12,20 Euro hat er gekostet. Und der war echt top. Also
alles vorhanden. Kann man echt nicht meckern. Waschmaschine, sogar Gefriertruhe oder Kühlschrank. Ist alles, was das Herz begehrt. Sitzplätze hatte man auch gehabt da. Also klein, aber fein wieder. War richtig toll da. Naja, okay, jetzt geht's weiter. Ständiges Auf und Ab, aber dann wird man wieder so belohnt mit Aussichten. Einfach genial wieder. Einfach genial. Wieder so eine Spitze erreicht, so ein Mini-Pass sozusagen. Oh, bis 14% ging das hier hoch. Wow, ja, das ist alles ja nicht hoch. Ich bin hier auf 410 Meter, aber das war doch über einen Kilometer nur steil hoch. Ui, jetzt geht es wieder steil runter und dann geht es auch wieder steil hoch. Es wird noch ein bisschen so bleiben. Simic komme ich gleich vorbei. Ja, mal sehen, ob ich da mal wieder was kriegst du bei der Tankstelle oder so. Oder noch einen Ort weiter, werde ich sehen. Boah, jetzt erstmal wieder abkühlen auf der Abfahrt. Den nächsten Zacken habe ich jetzt bezwungen. Auf 470 Meter hoch. Das war ja ungefähr 100 Höhenmeter am Stück. Bis 10%. Boah, jetzt langt es auch langsam. Aber Komoot sagt auch, das ist jetzt der höchste Punkt von dem heutigen Tag. Also geht es jetzt erstmal wirklich bergab. Und jetzt ging es noch mal ein bisschen flach. Gegenwind habe ich. Das ist doch ein bisschen Wind heute mal und dann doch als Gegenwind, aber das tut eher gut, als das anstrengend. Ja, und hier im Ort Tankstelle anfahren, ja, war ja klar, aber die eine war geschlossen. Eigentlich sollte sie auch sein. Na, zum Glück gibt es hier noch eine mehr, die hier. Ja, noch mal wieder ein Eis und kalte Getränke, ein paar Erdnüsse. War jetzt erstmal ein bisschen snacken. Eine tolle Pause hier wieder.
an einen schönen Ort hier an der Tankstelle. Ja, ich bin keine 18 Kilometer mehr weg vom Ziel, aber es war jetzt anstrengend, echt anstrengend, die letzten Kilometer. Boah, das merkt man doch. Und trinken, 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 habe ich ein bisschen vernachlässigt, deswegen gleich einen ganzen Liter hier Eistee und Cola. Ja, aber jetzt schnell das Eis essen, bevor es weggeht, bevor es wegschmilzt. Das ist nämlich 23 Grad warm draußen. Boah, aber beschweren will ich mich nicht. Ich bin glücklich mit diesen ganz schönen Aussichten, die ich jetzt auch habe. Also bis jetzt war es toll. Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Ich bin jetzt in so einem Karstgebiet, oder es fängt auf jeden Fall an. Man sieht immer mehr von diesen Dolinen, diese Einsturzkrater sozusagen, im Kalkstein ausgewaschen darunter, dann ist es zusammengestürzt. Ja, es wird immer mehr. Einige Felder habe ich schon gesehen, wo das mal so vereinzelt ist, aber das wird noch viel, viel mehr, wenn ich Richtung Süden fahre. Sehr interessant. Ja, boah, die Sonne brennt. Hier ist irgendwie eine schöne, wolkenlose Lücke. Schöner Wind, muss ich echt sagen, der tut echt richtig gut. Absolut ideal Standard. Ja, jetzt wo es bergauf geht, ist es ein bisschen schwitzig, aber ja, aber was man auch merkt durch das Karstgebiet, es sind hier keine Flüsse, keine Bäche, nichts. Gar nichts. Die Pfützen sind auch kaum noch vorhanden, obwohl es vor 2 Tagen hier noch gut geregnet hat. Also das versickert hier alles. Ja, bis jetzt habe ich auch noch keinen irgendwie Wasserhahn mehr gefunden. Oder sowas. Ich habe noch nicht wieder beim Friedhof geguckt, aber so wie es aussieht, ist es auch echt wirklich alles nur Zisternenwasser. Das ist nicht gut zu trinken. Ja, egal. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr wie 9 Kilometer auf hoffentlich noch weiterhin so schöne Strecke. Hier so richtig schön abseits. Da habe ich doch mein Wasser. Kaum gesagt, dass da kein Wasser ist, bin jetzt hier in so ein Tal und da ist ein Fluss. Ja, da sind auch Fische drin, habe ich schon gesehen, dicke Forellen. Ach, bestimmt eiskalt. Ob das jetzt trinkbar ist, weiß ich nicht. Vielleicht zum Abkühlen mal über den Kopf gießen oder so. Oder wenn man es abkocht, weiß ich, würde vielleicht gehen, aber so. Nö. Aber fürs Vieh oder so hat das bestimmt gelangt. Ganz einfaches Patent und hat man jetzt hier Wasser. Naja, war mal interessant und weiter geht's. Ah.
when the storm is raging in your head, when you feel there's nothing more ahead. Geht zum Schluss wohl noch so ein bisschen auf abenteuerlichen Wegen. Steil hier hoch und ausgewaschen. Ja, da habe ich jetzt mal geschoben. Ich habe ja Zeit, bevor ich noch irgendwas kaputt mache am Rad. Da habe ich lieber geschoben. Ja, fällt mir kein Zacken von der Krone. Ja, da geht's weiter. Richtig schöner Weg. Also es ist leicht abenteuerlich, aber trotzdem. Komoot, danke für diesen Weg. Muss ich echt mal sagen. Jetzt mecke ich mal nicht, weil es hobbelig ist. Das ist einfach nur spannend. Man hätte unten nur eine Hauptstraße fahren können. Aber nein, ich fahre hier. Und das ist auch richtig so. Camp erreicht. Ja, Leute, 16.23 Uhr, ich bin wieder hier. Ja, ich war noch an der Tanke, habe noch ein bisschen was geholt. Aber heute werde ich, weiß ich nicht, ob ich noch warm koche. Ich habe mir erstmal ein Sandwich geholt und ein bisschen Getränke nochmal, ja, für heute Abend. Aber hier ist eigentlich nichts los, bis vielleicht ein paar Dauercamper. Also er sagt auch, eigentlich ist es noch gar nicht richtig auf, aber die Bäder sind ein bisschen anders mal, das ist, muss ich euch nachher mal zeigen, also ganz, ganz komisch, richtig klasse eigentlich auch wieder. Also das hat mal was, das ist mal was anderes. Und hier ist Slowenien, da ist der Fluss und auf der anderen Seite ist Kroatien. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ein Grenzfluss. Ja, da werde ich gleich ja bestimmt noch mal hingehen, aber naja, ich werde erstmal das Zelt. Und ja, dann werde ich hier vorne mal was essen. Echt klasse. Ein breiter Fluss hier. Kaum zu glauben. Da drüben ist schon Kroatien. 3 Tage Slowenien ist schon rum. Naja, ich baue es mal auf. Boah. Oh, lecker. Das ist mal was Leckeres, da ist auch noch schöne Creme drin. Also, das habe ich mir geholt, so ein Sandwich bei der Tanke. Ja, und Radler habe ich auch noch und eine kalte Cola. Also, ich muss wieder ordentlich trinken. Also, der Campingplatz ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Nicht viel los, das ist ja auch klar. Dadurch habe ich hier viel Platz. Aber hier vorne darf man nicht zelten, aber schade eigentlich. Wäre noch geiler, oder? Naja. Oh, ich will gleich reinbeißen. Ja, das Geile ist ja, das ist der Grenzfluss. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber da drüben ist Kroatien. Ja, der dauert auch ein bisschen, wieder ein bisschen Campingplatz kommt. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bleibe hier.
So hatte ich es auch geplant. Heute habe ich es auch wieder sehr ruhig angehen lassen, aber es war trotzdem sehr schwer. Aber hat sehr viel Spaß gemacht. Tolle Wege, die Komoot mir da rausgesucht hat, auch wenn das hobbelig war und teils abenteuerlich. Einmal musste ich schieben, weil es dann doch mir doch ein bisschen zu ungeheuerlich war, dann mit den rüber zu hoppeln über die Stufen und Steine. Aber im Gesamten war es echt klasse gelaufen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf morgen, obwohl der Tag heute noch gar nicht vorbei ist. Im Moment läuft alles total nach Plan. Der Regen ist noch nicht in Sicht morgen, vielleicht ab Mittwoch, ab Dienstag, übermorgen. Aber das werde ich sehen. Also die 3 Tage Slowenien haben mir jetzt viel Spaß gebracht. Also das kann ich echt sagen. Kann ich nur empfehlen, ganz andere Landschaft. Flussradweg ist es ja alles gar nicht, weil so richtig am Fluss kann man eh nicht fahren. Das geht immer hoch und runter und weg, und weil die Dörfer sind immer ein bisschen weiter höher gelegen. Da sind die Straßen auch woanders. Aber das tue ich mir zu Gemüte, das habe ich mir, glaube ich, verdient. Ja, soll ich noch später nochmal melden? Wozu eigentlich, ne? Naja, ich setze mich wahrscheinlich hier nochmal mit den Radlhändern. Schnacke ich nochmal über Slowenien, was mir hier gefallen hat, was nicht. Aber heute kann ich sagen, war wieder echt eine klasse Tour. Ich muss hier erstmal was essen und trinken und zu Kräften kommen. Vielleicht gleich nochmal duschen. Ich habe gerade eben nochmal gebadet. Es ist eisekalt. Auf jeden Fall. Aber die Radlerhose hatte ich angelassen. Und sodurch habe ich sie dann auch gleich gewaschen. Also ist sie gleich wieder top. Ja, ein paar Minuten hält man da drin aus. Aber boah, hey, das ist frisch. Ist halt noch Mai. Ja, hier ist noch keine Saison und das ist eine richtig klasse, das ist alles ziemlich ruhig. Also war ein richtig ruhiger Tag heute, die Straßen waren ruhig, die ich gefahren bin, auch die Hauptstraßen, gar kein Problem. Aber über Slowenien, da sage ich ja nochmal was, ich muss hier erstmal was essen, Mahlzeit. Definitiv. Ich habe zu viel Hunger, um jetzt was zu sagen. 3 Minuten lang erstmal. So, wie versprochen, etwas später geduscht. Boah, richtig frisch bin ich jetzt wieder. Sitze ich wieder hier am Fluss, ja, und schaue rüber auf den rasenmähenden Kroaten. Das macht er schon die ganze Zeit. Ich wollte noch ein bisschen abwarten, aber im Moment scheint noch schön die Sonne. Es ist noch warm. Jetzt wollte ich nicht länger warten. Ja, die müssen auch Rasen mähen. Also Kroaten sind genau wie Deutsche. Die wollen auch den Rasen schön haben. Ja, schön war's in Slowenien. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Vom ersten bis zum letzten Kilometer irgendwie ganz besonders. Es war wieder eine ganz andere Landschaft. Die Häusertypen sehen anders aus. Die Leute sehr nett. Also das kann ich definitiv bestätigen, was andere auch gesagt haben. Also wenn man stehen geblieben ist, ab und zu haben wir auch mal welche gefragt, wo es hingeht und was gemacht wird und wo. Und. Oder ob man was braucht oder ach. Und auch die Autofahrer. Also da waren vielleicht mal 2, 3, da war es vielleicht mal auf der gesamten Strecke, wo es vielleicht mal ein bisschen enger wurde, weil die keine Zeit hatten. Aber das hat man in Deutschland ja auch. Also das war jetzt nichts Schlimmeres als sonst. Ja, ich sitze jetzt hier nochmal mit meinem Thunfischsalat, den habe ich hier noch mitgeschleppt. Der muss ja auch mal weg, bevor der zu warm wird. Ja, zu warm. Boah, die Sonne hat auch nicht geknallt heute. Aber ich will nicht meckern. Es ist 22, 23 Grad, also es könnte viel heißer sein. Man konnte schön in kurz fahren. Genau, richtig. Wenn die Wolke davor geschoben hatte, dann war es auch nicht zu kalt. Bergab war es manchmal frisch, weil man gerade durchgeschwitzt war, aber sonst alles okay. Ja, also Slowenien kann ich definitiv empfehlen. Es gibt noch ein paar, so groß ist es zwar nicht, aber bestimmt noch ein paar Ecken, die man angucken kann. Ja, denn als nächstes geht's darüber zum Rasenmähermann. warum muss er denn jetzt mähen? Gerade heute. Aber egal. Ich will gar nicht lang schnacken. Ich bin müde, ja. Aber es kann auch gut wieder weitergehen. Ich war jetzt froh, dass jetzt der Zeltplatz hier erreicht war. Muss nicht unbedingt weiter sein. Es war schön entspannt. Und mal sehen, wie Kroatien jetzt ist. Mit Einkaufen und alles. Slowenien war ja schon anders mit Lebensmitteln. Also da gibt's natürlich nicht das bisschen, ja, Hofer und so war ich gar nicht drin und Lidl. Ich war nur bei den einigen Kleinen da drin, Kleinläden hauptsächlich. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was mich in Kroatien erwartet. Aber was soll es großartig anders sein? Das ist noch EU, das ist
Euro, den haben sie schon seit einem Jahr. Ist, glaube ich, eher wieder teurer noch als Slowenien. Slowenien ging eigentlich von der Preise her. Und wie gesagt, es hat, ich würde auch wiederkommen. Also Slowenien kann ich nur empfehlen. Mit dem Rad war, ja, okay, die Wege waren nicht immer alle hundertprozentig. Aber das ist in den Alpen, in Österreich genauso, wenn diese Temperaturunterschiede so hoch sind vom Winter und Sommer, dann zerstört das die Straßen, dann können sie auch nicht immer nachflicken. Deswegen will ich da nicht meckern. Ja, und bevor die Batterie leer geht von der Kamera, sage ich jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Mach nochmal so ein Abschiedsradler, also Zeltaufstellradler ist es ja auch hier, ne? Und dann bis zum nächsten Mal und dann geht's nach Kroatien. Also, wie heißt es auf Slowenisch? Adieu. Adieu? Irgendwie so. Auf jeden Fall. Adieu.